Da hinten ist die Straße überschwemmt. Es hat gerade richtig heftig gehagelt. Was hier wirklich los ist, all das kurz nach dem Intro. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Guten Morgen hier von Illo und Mops. Bei uns geht's los. Der Mian darf direkt hier neben mir stehen. Mops macht natürlich den Einweiser. Langsam hier runterrollen. Ja, die Wolken liegen tief am Berg. Ja, man muss dann hier schon ein bisschen aufpassen. Es ist aber alles befahrbar, alles in Ordnung. Und es ist natürlich auch herrlich, hier Mops gerade eben beim Joggen zuzusehen. Sie ist da ja sehr gewissenhaft, schaut, dass alles richtig läuft. Das kriegen wir hin. Natürlich ist jetzt hier unten Programm. Es ist circa 11 Uhr, alle wollen los. Endlich wieder auf der Straße, Mops. Aber wir haben gleich das erste Problem. Ist alles irgendwie nicht so richtig ersichtlich? Sind wir jetzt auf der Autobahn? Sind wir auf der Schnellstraße? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind auf der Autobahn, weil hier steht auch Autobahn. Also wir sind echt erstaunt, wie viele deutsche Wörter hier sind. Wir wissen jetzt nicht, ob sich natürlich tief in Italien, ob sich das alles ändern wird, ob es jetzt gerade nur hier oben so ist. Aber ich habe auch gerade ein Autobahnzeichen gesehen. Aber der Illo oder wir sind ein bisschen verwirrt, weil es war auf der Auffahrt nicht so ein, so ein Lesegerät quasi gewesen, so ein Scan-Gerät, was unser Mautgerät irgendwie erfasst. Das heißt, umgekehrt, hätten wir dieses Mautgerät nicht, wären wir noch viel verunsicherter gewesen, weil man weiß da nicht, kannst du hier langfahren, hinterher brauchst du eine Vignette dafür, wo kriegst du die dann und so. Das heißt, es bedarf dann immer mehr Vorbereitungszeit und bei uns ist die Vorbereitungszeit immer so schwierig. Aber Mops, ich muss einschreiten, hier kommt gleich die Lösung. Wechsel mal die Kamera auf vorne und wir sprechen mal weiter. Also ich möchte es ganz kurz erzählen. Wir sind ja losgefahren, sind dann über Dorf Tirol noch gefahren, waren dann in Meran. Und jetzt kommen wir, glaube ich, erst auf die Autobahn. Also wir waren gerade auf einer Bundesstraße und wir waren bestimmt eine halbe Stunde jetzt da drauf, sage ich mal. Du hast ganz viele Obstplantagen gesehen und jetzt kommen wir wirklich hier zur Kasse. Also jetzt werden wir zur Kasse gebeten. Ich durfte gerade eben mal links rüber locken. So, und jetzt geht's hier auch, jetzt dürfen wir auch bezahlen, ne? Also jetzt darf man sich dann wieder glücklich schätzen. Aber wir bezahlen ja, sag ich mal, mit dem Komfort, dass wir jetzt schnell durchfahren. Ich tipp mal, ich fahre mir hier rechts, es geht schneller, weil der LKW, der wird auf jeden Fall auch so ein Teil haben. Und da vorne wird man sind dann wir vielleicht mal gespannt. Ja, wir fahren jetzt einfach. Ne? So, wir können ja nichts verkehren. Jawohl, klack, es hat gepiepst. Wir können vorbeiziehen an den anderen. Und nochmal gepiepst. Das ist doch schön. Da kann man dann natürlich wirklich Zeit einsparen. Jetzt müssen wir aber hier links rüber. Das ist jetzt. Auf dem Brenner wollen wir nicht. Nein, wir wollen ja nicht wieder zurück. Wir wollen ja weiter Richtung Süden. Ja, das ist aber für euch dann auch ganz interessant. Wir sind wirklich gefahren und es stand da Autobahn, Illo. Stand da Autobahn? Auf jeden Fall, da war sogar ein Autobahnzeichen sogar. Ja, ne? Aber dann wisst ihr vielleicht auch Bescheid. Es handelt sich dann nicht um Autobahn bzw. Streckenabschnitte, wo man zahlen muss, sondern dann kommt man wirklich hier. An so Stellen, wie wir gerade gesehen haben, das ist dann vielleicht ganz interessant. Aber ich weiß, wir wären dadurch auf jeden Fall unentspannter gewesen. Weil wir wären dann da drauf gewesen, hätte ich gesagt, nein, Elo, wir müssen doch jetzt hier aber zahlen, lass doch mal irgendwie schlau machen. Das heißt, man hätte wieder irgendwo ranfahren müssen, im Internet gucken müssen, muss man jetzt hier zahlen, muss man jetzt hier nicht zahlen, beziehungsweise, ja, wo können wir dann jetzt hier zahlen? Das sind alles so Sachen, wo wir dann einfach unruhig gewesen wären, wo Stress irgendwie gewesen wäre. Ja, wir haben doch gar keine Erfahrung. Genau, einfach, und ne? Wo einfach auch wieder Zeit für drauf gegangen wäre. So sind wir jetzt gefahren, auch gerade, und dachten uns, egal, wir haben das Gerät, wir werden abkassieren, so oder so, und müssen da nicht mit einer fetten Strafe rechnen. Ne? Aber Elo, was wir auch sagen wollen, wir haben gemerkt, oder du hast gerade gemerkt, wir sind ja gerade dadurch, wie hieß das nochmal? Dorf Tirol und so weiter einfach. Meran auch gefahren, ne? Ja, klar. Das war schon anspruchsvoll mit dem Fahren, ne? Es ist was anderes, ne? Es ist alles eng gebaut, nicht viel Straße, wie jetzt natürlich hier auf der Autobahn, ne?
man muss aufpassen einfach. Ne? Aber eins habe ich auch bemerkt, also dort von 4 Fahrzeugen waren 3 deutsche Kennzeichen dabei. Ja. Und ja, wie du schon sagtest, also so viel ist auf Deutsch ausgeschildert und auf Deutsch geschrieben oder österreichisch, so kann man es ja sagen. Ja, ja, also ich habe ja auch noch das Gefühl, wir sind hier in Österreich gefühlt. Ne? Und wir haben gerade viele so bayerische Häuser noch gesehen. Ich bin mal gespannt, ob sich das im Laufe unserer Reise hier in Italien ändern wird. Ich war ja noch nie hier gewesen, von daher weiß ich nicht, wie es hier ist. Ob das generell so der italienische Stil ist oder ob es halt hier oben nur so ist. Und wir haben gerade auch schon die Spritpreise gesehen und sind natürlich positiv beeindruckt. Gerade hier selbst auf der Autobahn war irgendwie 1,78 gewesen. Jo. Also es sieht für uns jetzt nicht so aus, als wenn man hier auf den Autobahnen abgezockt wird, weil im Dorf waren auch dieselben Preise gewesen. Beziehungsweise haben wir dann im Dorf auch einmal 1,78 gesehen, einmal um die 1,80 und so. Es ist sprittechnisch hier auf jeden Fall attraktiver. Ja, und die Fahrt ist auch eigentlich sehr, sehr schön, weil überall sieht man Berge. Ich zeige euch das mal. Hier sieht man das, also wirklich hier überall Berge. Es ist so ein bisschen bewölkt. Hier auch Berge. Hier sind auch rechts Berge, geht es nach oben. Also es ist wirklich, während der Fahrt wird einem hier nicht langweilig, weil man wirklich... Guck mal, hier links steigt sogar gerade ein Flugzeug. Das sieht ja klasse aus, ne? Ja, da seht ihr das auch. Das ist ein Augenschmaus, ne? Ja, sind mal gespannt. Das Wetter sollte heute eigentlich nicht so toll werden. Also wir sind da auch gerade positiv überrascht, weil es kommt immer wieder die Sonne auf und es regnet auch nicht. Und von daher, ja... bleiben wir gut gelaunt und sind gespannt, was der Tag uns bringt. Wir sind jetzt hier in Affi, das liegt so kurz vorm Gardasee. Aber wir haben jetzt so ein kleines Problem, das sind einfach die ganzen Wolken am Himmel. Und jetzt denken wir gerade eben, Campingplatz vielleicht, morgen soll es auch regnen. Boah, ist gerade eine schwere Frage. Wir haben Verona auf dem Schirm. Ich sag nur Romeo und Julia, da könnte man sich natürlich umschauen. Jetzt haben wir auch so ein anderes Problem, beziehungsweise hier gibt es alles. Also hier gibt es sowas wie Obi oder sowas, ganz viele Supermärkte. Wir müssen uns natürlich erstmal hier reindribbeln. Was ist günstig, was ist nicht? Ich habe jetzt gerade eben Supermercado, habe ich gesehen. Wir müssen jetzt gerade eben einfach einkaufen. Hier ist ein Schuh-Outlet, also hier ist ein Riesensammelpunkt. Das Hauptproblem ist jetzt einfach hier, dass dann überall auf den Parkplätzen gibt es halt Höhenbeschränkungen von auch 2,80 Meter. Wir haben es jetzt gerade eben nicht getestet. Da hinten auf dem Parkplatz stehen einige Wohnmobile. Aber hinterher bleiben wir da stecken. Wir wollten jetzt auch nicht irgendwie aussteigen. Deswegen haben wir das jetzt einfach so gemacht. Ich gehe jetzt mal einkaufen und dann sehen wir weiter. Ja, das ist genau das, was ich nämlich mit dem Wetter meine. Und jetzt hier auch im Supermarkt ist es wieder total komisch, jetzt im neuen Land einzukaufen. Wir waren ja in Leonard Passaia, waren wir ja auch nur ganz kurz ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Hier hatte ich eine riesen Liste vom Mops bekommen und da möchte sie das und Quark. Und wie sieht sowas alles aus und wie heißt das? Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde hier in den Supermarkt gehockt. Und auch hier gibt es keinen Dosenpfand. Das ist natürlich wieder komisch. Oder ich glaube, es gibt keinen Dosenpfand. Ich sehe auf jeden Fall nirgendwo so Pfandautomaten. Ja, ich hoffe, ich habe alles beisammen gekriegt. Aber ihr seht es auch. Ne? Also so toll der Gardasee auch ist, das Wetter gibt es heute und morgen und übermorgen. Jetzt sind wir echt am Überlegen, wie machen wir es? Naja, Mian macht gerade seine Mittagspause und Mops und ich gehe jetzt mal wieder zu den beiden. Jetzt geht es erstmal Essen kochen. Mops, die Welt geht gerade eben unter. Also wirklich das Wetter, es ist gerade so, so mega laut, ihr hört es. Der Kleine macht Mittagsschlaf. Wow. Es kommt hier richtig gerade Regen runter. Der Illo war gerade schlafen gewesen, währenddessen ich den Kleinen schlafen gelegt habe. Da hat es funktioniert, da war es schon so ein bisschen am Donnern gewesen, aber es kam jetzt nicht so krass Regen runter wie jetzt. Aber es ist wirklich enorm laut und ich hoffe jetzt, dass der Kleine nicht wach wird. Warum sind die Dachluken oben zu? Ich habe die gerade zugemacht in der Hoffnung, dass es irgendwie ein bisschen leiser ist, aber es ändert nichts daran. Das ist wirklich, das Unschöne dann am Campen oder auch im Wohnmobil. Ihr kennt das vielleicht selber, so ein bisschen Regen gut und schön, ne? Gerade auch nachts. Aber wenn es so regnet, da werden wir nachts wach. Und ich sehe gerade sogar, es kommen Hagelkörner. Oh nee, haben wir jetzt sogar einen Hagelschaden eventuell? Ach du Scheiße. Ja, man sieht sie, ne? Na, da kommen wir ja hier genau an richtig. An Hagelkörner muss ich ja direkt immer an so Versicherungsschaden denken. Oh Leute, wir können kaum reden. Ne? Na, ich bin jetzt mal rausgegangen. Also hier kriegen wir erstmal was auf jeden Fall gekühlt. Wir nehmen das Ganze natürlich mal sportlich. Ich kann natürlich jetzt hier nicht aufs Dach oben gucken.
ich gehe mal nicht vom Magelschaden aus, aber, immer wenn sowas passiert, gibt es irgendwo einen Regenbogen und es ist jetzt teilweise recht rutschig auf der Straße und ich habe schon beide Füße nass. Es kam ja auch die Frage, was sind denn deine Sommerbarfußschuhe? Ja, das sind die und die haben so ein Netz drauf und ja, ab in eine Pfütze und ein bisschen komplett nass. Jetzt mussten wir ihn suchen. Wo ist der Regenbogen? Es gibt doch immer eigentlich einen Regenbogen bei sowas. Das gibt's doch gar nicht. Komm, wir müssen ihn finden. Der Tüchtige bleibt, wow, da vorne ist ja richtig hier alles unter Wasser gesetzt. Das ist ja heftig. Klar, ganz schnell ist da mal ein Abfluss verstopft. Da vorne waren gerade nur die Schirme, die waren gerade eben noch offen. Wow, hier kann man doch baden gehen. Hier muss man gar nicht zum Gardasee. Also ich kann da jetzt nicht reintreten, dann ist alles vorbei. Aber ich sehe noch keinen Regenbogen. Ich dachte, wir sehen einen Regenbogen. Und in die Richtung geht's Richtung Gardasee. Naja, gut, ich gehe jetzt mal wieder zum Fahrzeug. Ist ja Programm, ist ja Essen machen und so weiter. Und also Kinder. Kinder sind einfach ein Naturspektakel. Also was heißt nicht ein Naturspektakel? Wir hatten ja gerade das Naturspektakel und der Mion, der hat hinten geschlafen wie ein kleines Baby. Ohne Probleme. Na gut, wenn ich müde bin, dann penne ich auch. So, der feine Herr, der hat gespeist, hat ein Brötchen gegessen. Er sagt dann zu mir, soll ich dir auch ein Brötchen machen? Und ihr wollt nicht sehen, was er mir für ein Brötchen gemacht hat. Guck mal, wie großzügig er mit dem Käse ist. Jetzt sag mal bitte was. Jetzt wird erstmal lecker gespeist. Es gibt eine richtig schöne Nudelpfanne vom Mops. Wir haben unser Ziel erreicht. Mittlerweile ist natürlich dunkel. Es wird einfach um diese Jahreszeit eher dunkel. Das ist jedem von uns klar. Wir haben hier ein richtig schönes Plätzchen. Also da, wo ich jetzt gerade hingucke, das gucken wir uns natürlich morgen mal in Ruhe an. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in alter Frische, wenn es hier heißt Illo und Mops. Ciao!